Hallo und schönen guten Tag. Ich darf euch heute mal wieder ein Messer zeigen aus der Bürger Plus Reihe. Ich war heute wieder bei unserem wöchentlichen Messerstammtisch bei meinem Messerhändler und da hatte ich das schon ein paar Mal in der Hand und heute habe ich es dann mitgenommen. Es handelt sich dabei um das Lateralus G10 von Jason B. Stout. Ein Messermacher aus Tennessee, der normalerweise durch eigenwillige Designs glänzt. Und dieses ist ein Messer, das von Bilka in Lizenz gefertigt wird. Ein Flipper auf der einen Seite G10, das recht griffig ist, mit diesen eingefrästen Nuten. Und auf der anderen Seite ein Stahl-Frame-Lock, der sehr gut funktioniert. Die Klinge läuft hier auf Kugellagern und sie läuft sehr, sehr gut. Das muss man schon mal sagen. Ein sehr weicher Klingengang. Tolles Messer, was einem sofort auffällt, wenn man das Messer in die Hand nimmt, ist dieses Klingendesign mit dieser langgezogenen Nute. Gefällt mir sehr gut, diese Fehlschneide, ansonsten Flachschliff und die Klinge ist aus D2. Das gefällt mir sowieso sehr gut. Ich mag ja den D2 Stahl. Die Funktion des Messers ist wunderbar, sehr stabiler Folder, liegt mir auch ganz gut in der Hand. Nur was ich jetzt schon festgestellt habe, wenn ich es nehme und großen Druck ausüben will, gibt es hier vorne Hotspots. Das stört mich jetzt aber im Moment nicht, da ich das Messer so für den harten Einsatz gar nicht gekauft habe. Es wird mal mitgenommen zur Essenszubereitung oder ein bisschen zum Schnitzen. Ein massiver Frame Lock, der steht etwa bei 35%. Und was mir noch sofort aufgefallen ist, das ist dieser grottenhässliche Clip hier, hochglanzpolierter Clip, der passt an das Messer überhaupt nicht dran. Was noch ganz gut gelungen ist, ist der offene Rücken, die ganze offene Konstruktion. Das sind nur hier hinten zwei Stand-offs und das gefällt mir sehr, sehr gut. Wie gesagt, die Klinge ist aus D2, mal kurz die Maße, die Klingendicke beträgt satte, ich messe hier mal 3,5 mm und sie hat eine Länge von 9,5 cm und eine verwertbare Schneide von 8,5 cm. Eine Gesamtlänge hat das Messer von 21,2 cm und ist somit kein allzu großer, aber doch ausreichend Größe vorhanden an dem Folder. Dieser große, wie soll ich sagen, Fingerchoil oder Schleifkerbe, hier passt mein Zeigefinger mit etwas Mühe hinein. Man muss halt etwas aufpassen, aber es geht schon und mit Handschuhgröße etwas 9, 9,5 passt mein Zeigefinger da sehr gut in diese große Kerbe, um das Messer auch etwas weiter vorne zu nehmen. Was noch gelungen ist, ist dieses sehr wirkungsvolle Chimping auf dem Klingenrücken. Es ist nicht zu aggressiv, aber es bremst den Daumen doch wirkungsvoll. Schönes Messer,
hat hier das Stout-Logo auf der Klinge, auf der anderen Seite das Böker Plus. Jo, das wäre es eigentlich. Und hat hier noch ein Lanyard-Hole. Und jedes Mal, wenn ich auf diese Framelock-Seite gucke und schaue mir den Clip an, könnte ich schreien. Der Clip ist nicht umsetzbar, Gott sei Dank, muss ich sagen, bei so einem hässlichen Clip. Der passt da überhaupt nicht hin. Und das ist auch meiner Meinung nach das Einzige, was mir an dem Messer nicht gefällt. Schöner, schöner Folder. Und mit 80 Euro Verkaufspreis auch nicht zu teuer. Der Flipper funktioniert gut. Da gibt es also nichts zu meckern. Jo. Hat keine Chimpings, nichts. Braucht man auch nicht. Er hätte vielleicht ein klein wenig schmaler ausfallen können. Würde trotzdem funktionieren. In meinen Augen ein sehr gutes, taugliches Messer. Jo, das wäre es eigentlich schon gewesen. Das Lateralus G10 von Jason B. Stout. Mal noch ein kurzer Größenvergleich. Mein Climber. Und das seht ihr schon, das ist schon ausgewachsene Klinge. Jo Leute, ich danke euch fürs Zusehen, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, denn tschüss.